Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wie schaut die Realität aus? Bertelsmann-Studie letzte Woche. 15.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen uns ganz aktuell in den Kitas in Bayern. Und wenn wir den Qualitätsanspruch, den wir eigentlich haben sollten, verwirklichen wollen mit vernünftigen Personalschlüsseln, dann fehlen uns aktuell schon 35.000 Fachkräfte und Ergänzungskräfte in den Einrichtungen. Der Bedarf steigt, der Mangel spitzt sich zu, die Gruppen werden größer, die Arbeitsbedingungen werden schlechter. Wir haben Abwanderungen aus dem System, Burnout ist kein Einzelfall mehr. Wir sind in einem Teufelskreis inzwischen angekommen. Es hilft kein Schönreden und keine warmen Worte. Es braucht endlich echte Lösungen. Wir müssen investieren ins System der frühkindlichen Bildung statt experimentieren, meine Damen und Herren. Und ich bin ja ziemlich viel in der Praxis unterwegs und war auch letzte Woche wieder insgesamt bei 3 Terminen nur zu diesem Thema Kita, auch in Einrichtungen. Und man muss sich auch einmal anschauen, wo läuft es denn gut? Wo läuft es denn gut und warum läuft es da gut? Da, wo es gut läuft, da haben wir freigestellte Leitungen, die nicht nebenbei nur Gruppenleitung sind und nebenbei nur Aushilfe in der zweiten Gruppe, sondern die Zeit haben, ihre Leitungsaufgabe zu erfüllen. Da, wo es gut läuft, da haben wir einen besseren Personalschlüssel wie den, den der Freistaat refinanziert. Da, wo es gut läuft, da haben wir Teams, die Zeit haben für Vorbereitung, die einmal eine Supervision haben. Und da, wo es gut läuft, da gibt es eine Reihe von Assistenzkräften, die die Fachkräfte unterstützen, nicht ersetzen, unterstützen. Nur all das ist einfach nicht ausreichend finanziert. Das ist eine freiwillige kommunale Leistung, diese Zusatzmittel zur Verfügung zu stellen, oder aber es wird mit Spenden finanziert. Das ist der aktuelle Stand. Meines Erachtens darf es für ein Kind nicht davon abhängen, in welcher Gemeinde das ich wohne oder wie viel Gewerbesteuer das man hat. Jedes Kind in Bayern hat eine gute Kita verdient und es ist unsere Aufgabe, die Kommunen dabei tatkräftig zu unterstützen. Nur wenn man in Qualität investiert, haben wir überhaupt eine Chance, den Personalmangel abzumildern. Und glücklicherweise hat ja Bayern auch vom Bund Gelder bekommen. Wir haben Gelder bekommen aus dem Gute-Kita-Gesetz. Insgesamt 861 Millionen Euro in den letzten 4 Jahren. Gute-Kita-Gesetz. Da kann man davon ausgehen, dass dieses Geld tatsächlich für die Gute-Kita investiert worden wäre. Jetzt sind die 4 Jahre fast rum. Können wir Bilanz ziehen? 62% der Gelder sind in einkommensunabhängige Beitragszuschüsse und eben nicht in Qualität investiert worden. Ja, wenn Sie nicht in Qualität investieren, dann stellen Sie ja nicht daher und sagen, wir tun was gegen den Personalmangel. Man muss in Qualität investieren und deswegen sage ich Ihnen, auch für das kommende Kita-Qualitätsgesetz, zwacken Sie es nicht ab, sondern investieren Sie 100% in Qualität. Darauf kommt es an. Ein Thema, das natürlich auf den Nägeln brennt und ja Land auf Land ab diskutiert wird, ist die Zukunft der Sprachkitas. Ein Bundesprogramm, eine Modellförderung, die jetzt nach 11 Jahren ausläuft. In dem neuen Kita-Qualitätsgesetz, wo der Bund 2 Milliarden Euro pro Jahr für das Jahr 2023, weitere 2 Milliarden für das Jahr 2024 den Ländern zur Verfügung stellt, da ist explizit drin geregelt, dass die Länder mit dem Geld vom Bund auch die Sprachförderung finanzieren können. Die Sprachförderung macht in Bayern aus, 25,7 Millionen Euro. Wir werden das Zehnfache an Geld vom Bund bekommen, mindestens. Das Zehnfache. Jetzt gibt es natürlich Bundesländer, die können sich hinstellen und sagen, ich hätte gern alles dauerhaft vom Bund finanziert. Was hilft es den Sprachfachkräften derzeit? Gar nichts. Und es gibt andere Bundesländer, die übernehmen inzwischen Verantwortung und sagen, ja, es braucht die Übergangsregelung vom Bund, die wird auch kommen. Und nach der Übergangsregelung gibt es ein eigenes Landessprachkita-Programm. Und genau das erwarte ich von Bayern auch. Wir dürfen die Fachkräfte nicht im Regen stehen lassen, sondern es braucht die Anschlussfinanzierung. Daran müssen wir arbeiten. Bayern muss seiner Verantwortung gerecht werden, meine Damen und Herren. Das Geld wäre schon da. Man müsste es richtig einsetzen. Man müsste es in Qualität investieren. Man müsste ehrlich die Probleme angehen, statt immer nur schön zu reden. Und man muss auch dann mal über echte Wertschätzung für das Personal reden. Und wenn ich hier höre, Fachkräftegewinnung,
Fachkräftegewinnung ist gut, aber vergessen Sie nicht die Fachkräfte, die wir schon haben. Wir müssen uns um diese Fachkräfte kümmern, die wir haben, und sie halten in dem Beruf. Ansonsten helfen uns zusätzliche gar nichts. Wir brauchen die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger bei uns im System. Und bitte lasst uns Rahmenbedingungen schaffen, wo die nicht ausbrennen, sondern wo sie gut und gerne ihren tollen Job machen können. Das sind wir den Fachkräften schuldig und den Kindern in diesem Land auch. Herzlichen Dank.